Stefan Wittmann ist jetzt bei uns mit im Studio. Stefan, lass uns vielleicht auf den Journalisten de Vries erst noch mal genauer schauen. Genau, auf den Journalisten und auf den Menschen. In den Niederlanden ist er ja ein großer Star-Journalist. In Deutschland kennt man ihn noch nicht so gut. Jetzt natürlich mit diesem Vorfall, mit dem Attentat auf sein Leben ein bisschen besser. Wir wollen einmal zeigen, wer Peter de Vries eigentlich war. Und dann werden wir gleich auf die Grafik schauen. 64 Jahre alt, Kriminalreporter und Investigativjournalist. Hat auch eine eigene Sendung gehabt, ähnlich wie Aktenzeichen XY, die er jahrelang moderiert hat, ist aber auch Sprecher von Opfern und Zeugen vor Gericht, also hat auch da dann quasi aktiv, weil er sich eben bei diesen Kriminalgeschichten im Milieu des organisierten Verbrechens so gut auskennt, dafür eingesetzt. Sein großer Durchbruch 1986 hat er ein Interview mit dem Heineken-Entführer gemacht. In den Niederlanden war damals eine ganz große Geschichte, der wurde festgenommen, Peter de Vries hat ihn dann interviewt. 1987 darüber dann auch ein Buch geschrieben über diese ganze Entführung, das zum Bestseller wurde und das dann letztlich auch noch verfilmt wurde mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. 2008 hat er einen Emmy gewonnen, eben für eine Sendung einer US-Teenagerin, die entführt wurde. Da war der Mörder auch Niederländer, das heißt, da hat er auch durch seine Kontakte dann eben die Geschichte aufrollen können. 2016 ist er dann zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber da ging es um einen geplanten Mord, und zwar von dem Heineken-Entführer, der schon im Gefängnis saß und der dann eben aber, weil eben Peter de Vries einen großen Anteil hatte, ihn hinter Gittern zu bringen, dann eben einen Mord geplant hatte. Dann kommen wir zu dem Spannungsfeld, in dem wir uns jetzt möglicherweise bewegen. Das ist der Marengo-Prozess. Dort ist er die Vertrauensperson des Kronzeugen. Wir können auf die nächste Grafik dann mal umschauen. Was ist dieser Marengo-Prozess? Es ist der größte Strafprozess in der Geschichte der Niederlande. Insgesamt 17 Angeklagte, gegen die da eben prozessiert wird, aus der Mokro-Mafia. Die Mokro-Mafia ist eine marokkanisch-niederländische Mafia, die vor allem durch den Handel mit Kokain für Aufsehen sorgt. 2020 allein an den Häfen von Rotterdam und in den Antwerpen einen Umsatz von 50 Milliarden. Das ist jetzt nicht allein diese kriminelle Organisation, sondern insgesamt. Und die haben da ihren Anteil eben mit dabei gehabt. Neben dem Kokainhandel geht es vor allem bei der Mokro-Mafia dann eben auch um Bestechung von Unternehmen und von Behörden. Es geht um Folter. Wir hatten vor einem Jahr Fälle, wo Polizeieinsätze publik wurden, wo auch Folterstühle, Zahnarztstühle gefunden wurden. Das geht auch in diese Richtung. Und vor allem jetzt der Anklagepunkt, warum die 17 Angeklagten vor Gericht sind. Es geht um sechsfachen Mord und diverse weitere Mordversuche. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Peter de Vries, er ist die Vertrauensperson des Kronzeugen und der war früher eben in dieser organisierten Kriminalität, in diesem Milieu, hat jetzt die Seiten gewechselt und will aussagen. Und dann ist in den letzten Jahren Folgendes passiert. 2018 wurde der Bruder des Kronzeugen erschossen. 2019 wurde der Anwalt des Kronzeugen erschossen. Und jetzt 2021 das Attentat auf Peter de Vries, der eben die Vertrauensperson dieses Kronzeugen ist. Also das ist das Spannungsfeld. Es gibt noch keine konkreten Hinweise, ob es jetzt tatsächlich von der Mokro-Mafia auch das Attentat auf Peter de Vries war. Aber in diesem Spannungsfeld bewegt man sich eben und deswegen wird natürlich auch bei den Ermittlungen das eine Rolle spielen, ob es da Hintergründe gibt, die darauf hindeuten, dass es eben auch in diese Richtung gehen könnte. Stefan, besten Dank für diese Übersicht.